Willkommen bei Norman Investigativ, heute mit einem neuen Logo und neuem Thema. Es geht um subliminale Botschaften, also um geheime und verdeckte Botschaften in Radio, Film und Fernsehen. In Werbesendungen werden sie eingesetzt, Frau Merkel scheint welche zu verwenden und die Musikindustrie sei voll davon, meinen die, die sich damit auskennen. Andere halten das für Verschwörungstheorien. Was man da sehe, seien Formen künstlerischer Freiheiten und wer was anderes behauptet, der sollte sich mal untersuchen lassen. Dabei wird ja nichts behauptet, sondern nur auf die Symbolik und deren Bedeutung hingewiesen. Das kann man übrigens trainieren und einer der besten Studienobjekte hierfür ist der Animationsfilm iPad Goat, der von der ersten bis zur letzten Sekunde voller subliminaler Botschaften steckt. Und genau diesen Film werden wir jetzt gemeinsam anschauen und analysieren, um uns für solche Botschaften zu sensibilisieren. Legen wir los. iPad Goat ist ein Animationsfilm aus dem Jahre 2012, der voller subliminaler Botschaften steckt. Dieser Film wird sehr hoch geratet. So hoch wie der erfolgreichste Spielfilm aller Zeiten Avatar. Dennoch, Avatar kennt jeder, iPad Goat nur die wenigsten. Dieser Animationsfilm kommt aus dem Hause Heliophant, was kodiert für Sonnenkind steht, und das ist auch schon der erste subliminale Hinweis, woher oder von welchen Leuten dieses Video stammt. Der Film beginnt in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Antarktis. Warum Antarktis, das erfahren wir noch später. Interessant ist aber, dass dort ein Tier festgehalten wird, welches ein Malzeichen auf der Stirn trägt, und bei genauem Hinsehen erkennen wir einen Barcode und die Zahl 666. Wir haben es hier offenbar mit biblischer Theologie zu tun, mit Hinweis auf den hier. Satan höchstpersönlich, doch wenn dieser in der Antarktis in Sicherheitsverwahrung sitzt, wer kontrolliert dann das Böse in der Welt? Es sind die Puppenspieler mit den reptiloiden Händen, das meinen die Produzenten dieses Films. Stopp! An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, weil es für viele sicher beginnt, etwas komisch zu werden mit der Antarktis, Satan und all den Reptiloiden. Aber das sind nicht meine Gedanken. Das sind die subliminalen Botschaften dieses Filmes, der sich speziell auch an Kinder richtet. Wir analysieren das hier nur, um was die Produzenten damit bezwecken wollen, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass dieser Film mit 9 Auszeichnungen zum besten Kurzfilm des Jahres gekürt wurde, und deswegen machen wir an dieser Stelle jetzt weiter und schauen, was da noch so auf uns zukommt. Diese Hände kontrollieren also die Welt. Auf der einen Seite über das Finanzsystem und auf der anderen Seite mit weniger schönen Mitteln. Doch wer hängt ihnen da eigentlich an der Strippe? Es ist der seelenlose George W. Bush, den die Puppenspieler da zum Leben erwecken, und kaum dem Rampenlicht ausgesetzt, glänzt dieser durch sein irrationales Verhalten und macht sich öffentlich zum Affen. Eine karikative Meisterleistung zum 43. Präsidenten der USA, der da zappelnd rumsitzt und seine Augen verdreht, als würde er sein Gehirn suchen. Dieses Klassenzimmer ist übrigens einer der Schlüsselszenen bei iPad Goat, denn es ist das Klassenzimmer, in dem George Bush am 11. September saß und ein Kinderbuch las mit dem Titel The Pet Goat, aus dem sich diese Animation inspirierte. Schauen wir uns das animierte Klassenzimmer mal etwas genauer an. Da fällt einem zunächst der schwarz-weiß karierte Fußboden auf, der im echten Klassenraum nicht zu finden ist.
Offensichtlich ist das ein Code und dieser führt uns direkt zu den Freimaurerlogen, die auf solchen Bühnen ihre Prozessionen abhalten. Prozessionen wie diesen hier, wo ein Freimaurerlehrling in den dritten Grad erhoben wird. Was nicht bedeuten soll, dass die Freimaurer böse sind. Ganz im Gegenteil, die Produzenten möchten nur darauf hinweisen, dass mittlerweile jeder in deren heiligen Tempeln rumhampeln kann. Weitere Botschaften verstecken sich gleich hier. Auf der linken Seite sehen wir eine Landkarte mit ein paar Markierungen und darüber eine Eule. Diese Eule ist das Symbol des Bohemian Club, bei dem auch Papa Bush Mitglied war. Dem Bohemian Club werden heidnische Rituale vorgeworfen mit Hohepriestern, verhüllten Dienern und anderen Dingen, die besonders dem hier nahestehen sollen. Und die Markierungen auf der Landkarte? Sie stehen für die letzten großen Katastrophen der USA. 9/11, das Attentat von Oklahoma, Hurricane Katrina und das Deepwater Horizon-Unglück. Was das alles mit ihm zu tun hat, das weiß der George W. auch nicht so genau. Oder doch? Mit seinem Doktorhut zeigt er uns zumindest, wo er sich auf der Evolutionsleiste befindet. Und wir stehen ungefähr hier und sollten wir die letzte Hürde und uns selbst überleben, dann können wir wahre Erleuchtung erlangen. Das ist die Botschaft dieser Szene. Weiter unten am Galgenspiel wird unsere Situation noch einmal verdeutlicht. Machen wir weiter wie bisher, führt das unweigerlich zu unserem Ende. Oder wir beenden das Spiel und blicken zurück und erkennen, dass wir doch alle nur durch Liebe erzeugt wurden und darauf sollten wir uns vielleicht wieder besinnen. Die Macher dieses Filmes scheinen jede Sekunde durchdacht zu haben und für das Gute zu stehen. An dieser Stelle geben sie sogar eine Warnung heraus. Es sei nicht mehr 11:55, sondern 12:00 und das, was geschehen müsse, denn das Böse sei mittlerweile überall und greife auch nach unseren Kindern. Kinder spielen eine besondere Rolle bei iPad Goat, so auch dieses kleine, verzweifelte Mädchen, die viel zu früh einer Situation ausgesetzt wird, für die sie noch nicht reif ist. Sie möchte nicht in den Apfel beißen, auch wenn man ihr dafür eine Reise ins Wunderland verspricht. Nein, ist ihre mutige Entscheidung, womit sie sich und ihre Seele rettet. Was mit Kindern passiert, die den Apfel nicht fallen lassen, das sehen wir hier. Willenlos und sehnenlos sind sie dem Bösen und seinem Handlangern ausgesetzt, bis in ihnen der letzte Funke erlischt. Es ist schon richtig, dass Kinder heute immer früher irgendwelchen Situationen ausgesetzt werden, für die sie noch nicht reif sind. Das geht schon los bei der Frühpolitisierung und endet bei der Frühsexualisierung. Und das System möchte noch mehr. Im Fokus ist bereits das Ungeborene mit all seinem genetischen Material und Potenzial. Für die Zukunft sieht iPad Goat noch weitaus größere Gefahren auf die Menschheit zukommen. Bereits im Mutterleib sei der Nachwuchs gefährdet und das nach wie vor durch reptiloide Wesen, die nach verwertbarem genetischem Material suchen. Die Indoktrinierung erfolge später im Kindesalter. Gegen die Einflüsse unbändiger Medien können sich die Kleinen kaum wehren und sind den Zwängen willenlos ausgesetzt.
Der moderne Zuflüsterer komme über die Bildschirme, ist digital, unbarmherzig und einäugig. Ein weiterer Code in Richtung Freibaurer? Nicht unbedingt, denn die hier nach unten zeigende Pyramide deutet eher auf eine Gegenbewegung hin, in diesem Falle sogar auf eine Unterwanderung und feindliche Übernahme. Der hier hat mit Humanismus und Aufklärung wenig zu tun. Er ist vielmehr der große, angekündigte Verführer. Verführen tut dieser Einäugige nach eigenen Angaben nicht. Er sei ein wahrer Humanist und stehe für das Gute. Seine Leitsätze: Mitgefühl, Weisheit und Gerechtigkeit. Und das hier ist sein Tempel. Lucien Graves ist der Gründer des satanischen Tempels in Detroit, USA, und tritt gegen Gott und die drei Weltreligionen an. Er fordert eine noch stärkere Trennung von Staat und Religion bis zu einer übergeordneten Führung der Gottlosen über die Gottesfürchtigen. In diesem Artikel aus der New York Times aus dem Jahre 2015 erfahren wir, dass die Idee zur Gründung des satanischen Tempels auf George W. Bush zurückgeht. Damit ergibt sich folgende Zeitlinie. 2001 kommt Bush an die Macht und liberalisiert die Religionen. 2012 wird iPadGate ausgestrahlt. 2013 gründet Lucien Graves den satanischen Tempel und 2019 bekommt dieser Tempel offiziell den Status einer Religionsgemeinschaft zugesprochen, womit sich der Kreis schließt. But again, the point of calling this Satanism is to horrify like normal people in the middle of the country. That is exactly the point. That's not true. No, okay. No, that is not exactly so what is the point? Just and sum I will it up argue for me. That point. I'll give you 30 seconds. What's the point of Satanism? Well, to sum up a religious movement in its history in 30 seconds isn't quite fair, no, but no. I would say that okay. But I would say that Satanism embodies Enlightenment values. It is emblematic of the ultimate rebellion against tyranny. To that end, we look at the history of the crushing of the church and the rise of Enlightenment values and the rise of pluralism and diversity and multiculturalism as inherently satanic. Diese neue Religion betrachtet sich also als Rebellion gegen das herrschende Unrechtssystem. Gleichzeitig sieht er seine Bewegung als Teil von Multikulti und Diversität in der Gesellschaft, die ihm dieses System erlaube. Einen Widerspruch scheint er darin nicht zu erkennen. Ob das alles mit iPadGate zu tun hat, bleibt unklar. Klar ist jedoch, dass der Trend hin zur Zerstörung der Religionen geht, die laut iPadGate mit einem Nuklearangriff auf den Nahen Osten enden wird. Dann wird das vollbracht sein, was 2001 seinen Anfang nahm. Die Zerstörung der freien Welt wurde vor genau 18 Jahren eingeleitet. Wenn diese Leute tatsächlich einem Ritual folgen und die 18, also die 666, eine Bedeutung hat, dann leben wir heute im Jahre 2019 in einer aufregenden Zeit und darauf deuten auch die folgenden Szenen bei iPadGate hin. Mit dem Bösen in der Welt taucht aus dem Nebel auch der hier auf, ein rothaariger Erlöser auf der Barke des Anubis. Wer hier an Jesus denkt, der irrt. Wir erinnern uns, dieser Film kommt aus dem Hause Heliophant, welches sich aus den Wörtern Helios und Enfant zusammensetzt, was für Sonnenkind steht. Sonnenkinder waren die hier, die alten Ägypter mit den langen Schädeln.
Langschädel sind die Nachfahren der Neandertaler und von denen kommen auch die roten Haare. Königin Teje war eine dieser Langschädel und sie war auch die Mutter von Echnaton, dem Erfinder des Monotheismus als Staatsreligion. Bei Echnaton fällt auf, dass aus seinem Schädel die komplette rechte Gesichtshälfte herausgeschlagen wurde und bei seiner Mutter Teje das rechte Auge entnommen. Das sind rituelle Akte und sie geschehen nicht zufällig. So sah die Mumie von Teje bei ihrem Fund aus mit einem offenen rechten Auge. Das rechte Auge steht symbolisch für den Sonnengott Re, auch symbolisiert als Horusauge oder als Auge der Vorsehung. Sonnengott Re nimmt bei Tagesanbruch die Gestalt eines Falken an und wandert als Horus in einer Barke über den Himmel. Er gilt als Königsgott und als Schutzpatron der Kinder. Und somit haben wir es hier eher mit Horus zu tun als mit Jesus, der da aus dem Nebel auftaucht, um Ordnung zu bringen in einer Welt voller Unheil, Leid und Chaos. Chaos und Leid verbreiten die hier, eine Armee grauer Eminenzen, die selbstgefällig alles und jeden in der Welt unterwandern und kontrollieren. Als allererstes geht es ihnen an den Kragen, womit auch das Böse aus der Welt flüchtet und sich endlich von den Kindern distanziert. Die Ankunft des Erlösers wird eingeleitet mit der Zerstörung einer großen Kathedrale. So ein Ereignis fand im Jahre 2019 tatsächlich statt. Ein Feuer zerstörte die Kathedrale von Notre-Dame in Paris, eine der ältesten Kirchengebäude der Welt. Hier eine Gegenüberstellung mit der Realität. Auf der linken Seite Notre-Dame in Flammen und rechts die kodierte Szene in iPad Goat. Eine unfassbare Übereinstimmung. Somit wäre das Ereignis eingetreten und der Erlöser bereits unter uns, doch worauf wartet er noch? Viele Analysten von iPad Goat meinen, dass diese Animation neben geheimen Botschaften auch viele Prophezeiungen beinhaltet und dass mit dem Brand von Notre Dame die Ankunft des Messias eingeleitet wurde, den viele für Jesus halten. Andere sehen in dieser Figur den Antichristen. Und ich sage weder noch, sollte sich hier tatsächlich was anbahnen, dann eher eine irdische Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, um eine 3000 Jahre alte Rechnung zu begleichen. Doch worauf warten Sie noch? Was muss noch alles passieren, um den Endkampf auszulösen? Die Antwort darauf scheint in den letzten Sekunden von iPad Goat kodiert zu sein. iPad Goat endet mit dem Erwachen des Messias und dem Einsturz alter religiöser Strukturen. Anschließend wendet sich der Erlöser der aufgehenden Sonne zu und beobachtet abwartend die Zerstörung der Pyramiden. Wird hier auf ein vom Weltraum oder von der Sonne bevorstehendes katastrophales Ereignis hingewiesen? Ein sicherer Hafen für den Erlöser scheint dabei die Antarktis zu sein. Doch wann tritt dieses Ereignis ein? Schauen wir uns diese Szene noch einmal an, so erkennen wir hier einen Skorpion, der wohl auf das Sternzeichen Skorpion hinweist, was ein November-Sternzeichen ist. Damit hätten wir den Zeitrahmen schon mal eingegrenzt.
schauen wir uns den November und die Konstellation zum Skorpion mal etwas genauer an. Dafür nutzen wir diese Astronomie-Software. Wir gehen auf den Oktober und blenden hier die Sternzeichen ein. Da taucht schon mal die Waage auf. Der Skorpion ist hier noch dicht zu sehen, weil er sich erst zum 24. Oktober blicken lässt, weswegen wir das Datum weiter vorstellen und siehe da, hier ist er schon. Gehen wir mit den Tagen weiter vorwärts, bis zum 22. November wird der Skorpion immer deutlicher. Nur stimmt hier was nicht. Dieser Skorpion zeigt mit dem Kopf nach oben. Bei iPadGoat hingegen zeigt der Skorpion nach unten. Doch hatten wir nicht vermutet, dass sich diese Szene in der Antarktis abspielt? Deswegen nochmal zurück zu unserer Software und ändern unsere Position von Deutschland auf die Antarktis. Und da hätten wir ihn, den auf dem Kopf stehenden Skorpion. Sonst erkennen wir bei dieser Konstellation keine besonderen Auffälligkeiten. Aber klicken wir nur ein paar Tage weiter, so passiert etwas sehr Interessantes am Himmel. Am 27. November schiebt sich die Sonne genau zwischen die Scheren des Skorpions. Und den ganzen Tag wird sie an dieser Position vom Skorpion mitgeführt und begleitet. Dieses Ereignis beginnt tatsächlich bei Sonnenaufgang in der Antarktis, wie bei iPadGoat angedeutet. Und die Situation in Deutschland? Bei uns geht die Sonne um 7 Uhr auf und ist natürlich ebenfalls zwischen den Scheren des Skorpions gefangen. Zurück zur Antarktis. Was immer an diesem Tag passieren wird, es beginnt um 0 Uhr und bei Sonnenaufgang genau hier. Ob dieser Film was zu bedeuten hat oder ob sich die Prophezeiung zum 27. November erfüllen wird, das werden wir noch alle gemeinsam sehen. Es muss doch nicht gleich mit der Zerstörung der Pyramiden enden. Vielleicht finden sie auch nur was in Ägypten oder in der Antarktis, das unsere bisherige Geschichtsschreibung in Frage stellen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Der Film iPadGoat ist übrigens kostenlos auf YouTube zu sehen und dauert nur 7 Minuten. Ich habe ihn für euch verlinkt. Schaut ihn euch an und findet auch die anderen unzähligen Botschaften und diskutiert mit mir oder den anderen Zuschauern darüber hier in den Kommentaren, was diese oder jene Szene zu bedeuten hat. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Wenn euch dieses Format gefallen hat, gebt mir ein Like, verbreitet diese Videos und wer möchte, kann das Projekt Norman Investigativ durch eine kleine Spende unterstützen. Wir sehen uns.